Vielen Dank, Pater Marinko, an diesem herzlichen Gruß, an dem Ruf, hier zu kommen und zu sprechen. Pater Marinko ist mein Cousin, also, wen man hier einlädt und so. Wir sind verwandt, er ist mein Cousin. Katechisen, also zur Verwandtschaft und so ja, zu rufen, ich mache natürlich ein bisschen Spaß, aber wir sind wirklich Cousins. Dieser Ruf, dass ich heute bei euch bin, nicht mit dir, Pater Marinko, mit einem Organisator, sondern eine Verbindung mit Gott, mit meiner Geschichte, mit meinem Kampf in Gott, gerade hier an diesem Ort, darüber möchte ich heute Abend bei der Heiligen Messe noch einiges erzählen. Heute möchte ich etwas anderes, heute früh etwas anderes. Ich war in Polen, gemeinsam mit den Jugendlichen aus Mostar 44, zwei, die mit den Fahrrädern vor uns waren, aus der Herzegowina, aus Mostar sind sie nach Polen gegangen, haben dort auf uns gewartet. Wir waren zusammen, haben Jesus gelobt und gepriesen. Ich bin voller Eindrücke und einer meiner Eindrücke ist, den ich kurz teilen möchte in einer Minute, bevor ich anfange, dass ich total überrascht war. Total überrascht. Viele, viele Gruppen von Jugendlichen aus Frankreich, die einen jungen französischen Priester bei sich hat. Das hat mein Herz mit Freude erfüllt. Besonders. Und natürlich viele andere Dinge. Das Thema von heute, meine Franziskaner-Jugendlichen haben mich gefragt, am 31. auf Campus Misericordia, worüber willst du reden? Und da habe ich gesagt, naja, das Jahr der Barmherzigkeit, seid barmherzig. Über die Barmherzigkeit. Und dann haben sie angefangen, mit den Augen zu drehen. Komm schon, nur du und deine Barmherzigkeit andauernd. 10 Mal, 15 Mal hast du darüber geredet. Bitte rede nicht darüber. Also ich habe entschieden, ihm gegenüber barmherzig zu sein, so dass ich nicht viel über die Barmherzigkeit zu sprechen, aber ich komme außenrum dorthin. Und natürlich, ganz klar, und vor dem Sprechen möchte ich Sie auch persönlich grüßen, vor allem alle Franziskaner-Jugendlichen aus der hier aus der Herzegowina, alle, die hier zur Franziskanerjugend gehört. Wir hören jetzt einen Abschnitt aus dem Evangelium. Wir wissen leider nicht, welches Matthäus-Evangelium. Von dort, ich übersetze es, Jesus ruft Matthäus. Während Jesus am Tisch saß, waren viele Zöllner und Sünder saßen bei ihm am Tisch und seinen Jüngern. Die Pharisäer haben gesprochen, warum gerade Jesus mit den Sündern und den Zöllnern ist. Er, das hörend, antwortet, nicht der Gesunde braucht einen Arzt, sondern der Kranke. Darüber, was Barmherzigkeit ist mir lieb und nicht das Opfer. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Dobro. Jesmo dobro čuli Evanđelje? Jesmo. Ja vam o ovom Evanđelju neću uopće pričati. Ich möchte gar nicht darüber sprechen. Euch kann scheinen, dass 95% Sachen erzählen werden, die nicht mit dem Evangelium was zu tun haben, was wir gehört haben. Aber ich brauche dieses Evangelium. Denn das, was geschehen ist, ist in Kafarnaum geschehen. Und für mich ist dieses Kafarnaum wichtig, weil in diesem Ort noch andere Dinge geschehen sind. Die Pharisäer werden erwähnt, die Schriftgelehrten, die Sünder und natürlich Jesus. All das ist wichtig, um die Barmherzigkeit zu verstehen,
dass wir danach wirken können. Ich bin überzeugt, dass es unter uns auch jene gibt, die das ein bisschen durcheinander bringt. Was macht uns durcheinander? Das, was uns durcheinander bringt, und sind vielleicht mal in Zweifel vor der Frage, wie die Barmherzigkeit zeigen, worin befindet sie sich. Bedeutet es, barmherzig zu sein, zurückzutreten von der Wahrheit? Und anders wissen wir, dass die Liebe sich freut an der Wahrheit, sagt der heilige Paulus. Nun möchte ich eine Minute, dass ihr die Augen schließt, alle. Ich möchte etwas überprüfen, um zu überprüfen, wie ihr nachdenkt. Gibt es etwas, was euch durcheinander bringt? Mich bringt etwas durcheinander, sobald ich Facebook aufmache. Ich sehe, der eine spricht so, der andere so. Wo bin ich in dieser Geschichte? Was muss ich tun? Bitte macht die Augen zu. Denn die Fragen, die ich euch stellen möchte, da solltet ihr antworten, alleine, persönlich, damit ihr jetzt nicht den Nachbar anschaut, ob er die Hand erhebt oder nicht. Schließt die Augen. Ihr Kameramann, bitte nicht da in diese Richtung zeichnen. Um nicht zu spüren, dass jemand die Diskretion stört. Sind wir bereit? So. Die Frage. Heute haben wir jene, die sagen, dass die Kirche konservativ sein muss. Dass die Kirche die primäre Aufgabe ist, ist die Tradition zu wahren. Andere, die sagen, die Kirche muss liberal sein, sich öffnen der Zukunft, dem Neuen, dem Anderen, Formen aus der Vergangenheit zurücklassen, neue Formen annehmen. Wer von euch meint, dass diese Teilung heute anwesend in der Kirche, der möge bitte die Hand erheben. Doch, gut. Wer von euch meint, dass die Kirche wahrhaftig konservativ sein müsste, um nicht zu sagen rechtsorientiert, im Wahren der Tradition? Kirche, möge die Hand erheben. Dobro. Gut. Wer von euch meint, dass die Kirche liberal sein müsste, sich öffnen für andere Formen, er möge die Hand erheben. Dobro. Gut. Wer von euch meint, dass der Schlüssel der Verständnis, des Wesentlichen der Kirche und der Nachfolge Jesu in keinem, in dem einen und nicht in dem anderen, sondern in etwas Dritten ist? Kirche auch das Beste und vom Linken und Rechten nehmen sollte, dass die Sendung der Kirche viel größer ist als das Linke oder das Rechte. Es scheint mir, dass es ein paar Hände mehr sind, oder? Können weiter. Ich nerve euch nicht mehr mit Fragen. Jetzt gehen wir an das Wesentliche. Im Jahr kam ein Buch eines französischen Autors. Er ist jüdischer Abstammung, arabischer Nachname,
katholischen Glaubens. Er heißt Fabrice Hadjadj. Er ist erzogen in einer sehr liberalen jüdischen Familie. Als er zum Rabbin ging, zur Beschneidung übergeben hat, der Rabbi eine Narbe gefunden, hat ihn als unrein bezeichnet und so weiter. Der Mensch war Atheist. Doktor der Philosophie, Nietzsche, Schwerste. In dieser einen Stadt, wo er lebte, war eine Statue der Mutter Gottes, und die guten Katholiken kamen vor diese Statue, um zu beten, Papierchen dort zu lassen, wie die Juden an die Lagermauer kommen und die Gebete auf den Zellen dort hinterlassen. Und da gab es alles möglich. Bitte, Mutter Gottes, ich möchte morgen die Prüfung bestehen. Natürlich, für ihn war das lustig. Was soll er die Mutter Gottes bitten, dass sie ihm hilft, die Prüfung zu bestehen? Da muss man das Buch nehmen und muss lernen und so weiter. Er hat das immer verspottet, immer verspottet, bis sein Vater krank geworden ist. Als sein Vater krank geworden ist, die erste Sache, die er getan hat, durch die Anregung Gottes, er weiß auch nicht wie, er ging vor diese Statue der Mutter Gottes, den er eigentlich verspottet hat, und begann zu beten. Und hat vor dieser Statue eine tiefe, tiefe Bekehrung erlebt. Heute lebt in einem glücklichen christlichen Ehe und bezeugt sein Glauben und schreibt darüber. Und er hat ein Buch geschrieben, der Glaube böser Geister, Atheismus, der überstiegen ist. Worin handelt es sich dort? Und zwar in diesen Versuchungen, in denen ich überprüft habe, sollten wir dies, sollten wir jenes sein? Sind wir die, die uns entscheiden, dafür oder hierfür? Ist der Aufruf der Christliche ein komplett anderer? Und er schreibt in diesem Buch sehr interessante Dinge, Dinge, die wir manchmal vergessen. Er spricht über die Anwesenheit des Bösen, aber nicht unter den, die in Sünde beten, in irgendwelchen Baren, da wo wir meinen, dass es den Bösen am meisten gäbe. Er schreibt über die Möglichkeit der Anwesenheit, des Trostes, des kleinen Einflusses, manchmal auch größeren, in den Spiritualitäten, unter uns, bei Glaubenstreffen. Und er ruft uns auf, aufmerksam zu sein. Er ruft uns auf, aufmerksam zu sein. Ich werde euch jetzt etwas vorlesen. Seid bitte sehr aufmerksam. Wenn wir weniger wären, würde ich euch allen Schokolade geben, der trifft, wer der Autor dieser Reihen ist. Aber weil wir so viele sind. Das heißt, es scheint mir häufig, dass wir durch alle Versuchungen des Satans, der bösen Geister und der Hölle gehen müssen, um zuletzt den ewigen Sieg zu erlangen. Es gibt keine Zweifel, dass man von mir sagen würde, ich wäre fromm. Ich bin es wirklich nicht. Aber tief in meinem Inneren bin ich ein religiöser Mensch. Und das bedeutet, dass ich glaube, dass jeder, der auf dieser Erde kämpft, mutig übereinstimmt
mit den Naturgesetzen, die Gott gegeben hat, dass jeder, der nie sich übergibt, sondern immer von neuem aufsteht und vorwärts geht, ich glaube, dass so einer nicht verlassen wird vom Schöpfer dieser Gesetze, sondern dass am Ende von allen die Vorsehung ihn segnen wird. So war es mit allen großen Geistern dieser Erde. Šta mislite, ko je autor ovih redaka? Adolf Hitler. Was meint ihr, wer diese Reihen geschrieben hat? Adolf Hitler. Die Sache wird ernst, oder? Vielleicht würde auch einer von uns diese Reihen unterschreiben. Damit die Sache noch ernster wird, lasst uns ein bisschen nach Kapharnaum gehen. In diesem Kapharnaum gab es einen Besessenen, der nicht im Zöllneramt war, nicht im Disco, sondern er ist in die Synagoge gekommen, in einen Ort des Gebetes. Dies ist ein Ort des Gebetes. Gekommen und sagt, was hast du mit uns, Jesus Nazareth? Du bist gekommen, um uns zu zerstören. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Vidite? Schaut. Faszinant. Neue. Spoznanje. Die Erkenntnis. Znamo, negdje, das, was wir wissen, was wir gehört haben, Katechismus beim Religionsunterricht, man wiederholen muss, erneuern muss. Satan ist ein Geist, unreiner Geist. Dass er durch sich, in sich, sich nicht materiell ist. Er hat kein Leib. Der heilige Jakobus wird sagen, dass auch die Dämonen glauben, aber erschüttert sind. Er kennt alle Abschnitte des Glaubens, alle, die wir bekennen am Sonntag bei der Messe. Er weiß es. Er hat über Jesus das gesagt, was das Wichtigste ist. Jesus von Nazareth, du bist ein Heiliger Gottes. Usred Synagoge. In der Synagoge. Schau die Propaganda. Schau. Was gibt es Schöneres als das, dass jemand erscheint, Zeugnis abgibt? Jesus ist der Heilige Gottes. Idemo dalje. Drugi opsjednuti onaj koji kaže za sebe da je legija. Wir gehen weiter. Der zweite, der sagt, er wäre eine Legion. Er bittet Jesus. Lass mich in Ruhe, wenigstens in die Schweine. Lass uns in Frieden. Er bittet Jesus. Sprich das Gebet aus. Lass uns in Ruhe. Pusti nas na miru s našim krmačama. In Frieden mit unseren Schweinen. Lass uns in Frieden, dass wir Schicken geben können, dass wir zufrieden, die Bedürfnisse des Bauches zufriedenstellen können, der anderen Menschen. Lass uns in Frieden in unserem Angenehmen sein. Und wenn wir ein bisschen der Fantasie Schritt geben wollen, dann tut Jesus sie in die Schweine und sie sterben. Und jemand wird sarkastisch sagen, sie werden zu Märtyrern im Garten, den See hineingeworfen. Es sind sehr ernst. Im Markus-Evangelium die Geschehnisse, die ich erwähnt habe, den Bösen als jenen, der viel über Jesus wusste. Andersrum haben wir Jünger, die keine Ahnung haben, die Angst haben, die total in Angst sind. Sie können nicht begreifen. Wir tun ganz im Markus-Evangelium
dass die Jünger nicht verstehen. Erst später werden sie verstehen. Erst später werden sie begreifen, dass die Jünger Zeichen des Unglaubens zeigen. Und das ist sehr ernst. Der erste unter ihnen, Simon Petrus. Simon Petrus, der erste. Zašto? Warum? Jutros. Pater Marinko, heute früh, während er betete, hat er das Samen des Wortes darüber gesprochen. Sehr wichtig für unsere Gläubige, dass wir keine Angst bekommen, dass wir keine Angst haben vor den eigenen Ängsten, Zeichen des Unglaubens, Unheil. Dass wir keine Angst haben, sondern uns erinnern, dass es ein Gesetz gibt, ein Gesetz, denn jene, die Jesus hinterherrennen, alle, die etwas verstanden haben, versucht haben, Jesus zu erdrücken, vor denen Jesus dann zuletzt weggelaufen ist, Satan hat ihnen dieses Bild des Wortes, des Samen des Wortes genommen, wie Jesus es sagt. Jesus hat aber seine Jünger in Geduld begleitet, weil, denn wenn der Samen bleiben würde, muss er Wurzeln lassen. Wurzeln. Er kann nicht auf die Schnelle, nicht auf die Schnelle. Und deshalb flüchtet Jesus von dem Spektakel. Er verbirgt sich. Deshalb Jesus, so wie wir ihn begleiten in den Evangelien, offenbart sich selbst. Er möchte dich und mich anregen, ihn zu suchen, ihn suchen zu finden und so zu tun. Jesus, was willst du, was ich tun soll? Ich soll deinen Willen tun. Ich will nicht leiden vom Moment, vom Spektakel. Ich möchte kein Stern sein. Denn, einmal gesagt, der Philosoph Heidegger, wenn du einen Philosoph verderben willst, ist das Einzige, was du tun musst, mach ihn angesehen. Mach ihn zum Star. Und Jesus wahrt uns vor dieser Versuchung. Deshalb sollten wir keine Angst haben vor Missverständnis und Verstecken. Das ist der Grundteil des Nachfolge. Um euch das klar zu machen, will ich euch eine Gelegenheit vorlesen aus der Literatur der Rabbine. Es scheint mir besonders sympathisch. Hört bitte gut. Das heißt, Jehiel, der Enkel vom Rabbi Baruch, spielte eines Tages Verstecken, wie der Schmura, wie man bei uns sagt, mit einem anderen Jungen. Er hat eine wunderbare Schachtel gefunden und hat sich dort hinein versteckt und hat erwartet, dass sein Freund ihn schafft, es ihn zu finden. Aber nachdem er lange gewartet hat, endlich sich aus der Schachtel entfernt und sein junger Freund war nirgends. Dann hat er begriffen, dass er ihn überhaupt nicht gesucht hat. Und er hat angefangen zu weinen, ohne sich trösten lassen zu wollen. Ganz in Tränen rannte er zu seinem Freund, um sich zu beschweren über diesen Freund, den grausamen Jungen, den ich nicht suchen wollte. Und er hat sich so gut versteckt. Schwer leidend konnte der Opa die Tränen aufhalten und sagte, gerade so, sagt Gott, ich verstecke mich und keiner will mich suchen. Ein Lied. Malo da
um ein wenig die Monotonie aufzubrechen. Wir tanzen ein bisschen mit einem Lied. Auch die zum Aufnehmen sind müde geworden, brauchen auch eine Pause. Und dann machen wir weiter. Gut, weiter. Wir gehen weiter. Euch scheint es, dass das überhaupt keine Verbindung mit dem Evangelium hat. Aber ihr werdet dann sehen, dass das etwas anders sein wird. Wir gehen jetzt ein bisschen in die Wüste. Wir gehen in die Versuchungen, die sehr interessant sind, die uns helfen, zu dem Abschnitt aus dem Evangelium zu kommen, den wir gelesen haben, bis zu dem wir zu Ende kommen. Wirklich Diener der Barmherzigkeit Gottes zu sein, denn die Wüste, das, was dort geschehen ist, ist sehr interessant. Diese Begegnung Jesu, des Bösen und der Dialog, wo er die Bibel zitiert, er kann sie auswendig, er versucht Jesus, er versucht das Wort Gottes mit dem Wort, das Wort Gottes mit dem Wort. An wen und sehen uns entscheiden. Ich lese euch etwas vor. Eine kleine Anekdote aus den Kreuzzügen. Als die Kreuzler im Kreuzzug waren, die Herotiker folgten, das heißt, die Soldaten haben einen abgefragt, wie sie einen Katholiken von einem Heretiker erkennen. Bringt sie alle um und Gott wird die Seinen erkennen. Opa. Wo ist da der Böse? Bei dem, der in der Herese ist, oder der Blut vergießt. Natürlich in beide. Schaut, wie gefährlich es manchmal so oder so. Der Schlüssel ist in etwas anderem, denn wir besitzen die Wahrheit nicht, der Gnade nicht, nicht der Sakramente. Wir besitzen sie nicht, sondern wir sind Diener von dem. Wir sind das Sakrament der Anwesenheit Gottes auf Erden. Und da werden wir hinkommen, indem wir durch die Versuchung in die Wüste gehen. Das heißt, wieder eine ernste Sache, der Mensch, der Böse, zitiert die Bibel. Er zitiert auch Teile dieses Psalmes über die Engel, die dich tragen werden. Denn die Ordensleute, die Priester, die das Prier beten, am Abend jede Woche beten. Er pervertiert das, was wir beten. Er nutzt die Bibel wie der beste Zeuge Jehovas, der mit Zitaten, den biblischen Zitaten, den Armen, den schwachen Katholiken angreift, der keine Ahnung über die Bibel hat, der nicht weiß, wie viele alttestamentarische und neutestamentarische Bücher es gibt. Was machen wir? Was machen wir? Hören wir jetzt auf, die Bibel zu lesen? Das Herausziehen der Zitate, und das überlassen wir jetzt jemand anderen. Versöhnen wir uns jetzt damit, dass die Bibel jede Zeile, jeder Zitat, den wir herausziehen, dem verdorben wird. Gehen wir jetzt auf, den Nächsten zu lieben. Ist egal, junge Frau, weil wir nicht in der Ehe sind, ist ja egal. Ist das, mein Nächsten zu lieben? Schaut. Eine sehr gefährliche Sache, von der wir uns achten und bewahren sollen, dass wir nicht wie die Pharisäer sind,
wie die Gesetzesgelehrte, die Jesus unaufhörlich angreift in den Evangelien, ist zu erlauben, der Anregung des biblischen Textes, dass es uns berührt und nicht den Buchstaben. Von innen heraus zu lesen, zwischen den Reihen zu lesen, die Erfahrungen, warum tut der eine und der andere Abschnitt aus dem Evangelium immer von neuem auf unterschiedliche Art und Weise. Warum? Weil er durch den Heiligen Geist angeregt wurde, weil man ihn nicht auf ein zurückführen kann auf Buchstaben nur. Du brauchst nicht zu kämpfen mit jemandem, der dir etwas beweisen will. Kämpf nicht. Lass ihn. Jesus ihm sagt, wir sollen unseren Herrn und Gott nicht versuchen. Zweite Vorspiel. Kontext der Versuchung in der Wüste. Ist auch sehr interessant. Es geschieht in der Wüste. Versuchung auf dem Berg. Der dritte oben auf dem Tempel. An drei Orten der Offenbarung Gottes. An Orten, wo Gott sich offenbart. Da nutzt Jesus, um Satan Jesus zu versuchen, nämlich wir gehen hin, um das Wort Gottes zu hören. Und er führt ihn von der Wüste, von den Kleinen, dass diese Steine zu Brot wird, er führt ihn zum Tempel. Wisst ihr, was oben am Tempel ist? Schau runter. Du wirst sehen, Abgrund, der Größte. Das Größte. Und so ist es irgendwie mit uns. Es beginnt mit kleinen Dingen. Damit diese Steine Brot werden und dann so weiter. Und dann führt er dich bis oben hin. Um dich dann oben herunterzuwerfen. Die Logik Gottes ist aber anders. Wir kämpfen damit mit dem Vater unser, wir bitten, nämlich das Vater unser, nämlich ich gebe dir alle Königreiche der Erde. Wir sagen, dein Reich komme. Gegen das, dass er sich wirft und die Engel ihn tragen werden. Wir beten, dein Wille geschehe, Herr. Gegen das, Steine in Brot zu verwandeln. Wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. An erster Stelle ist das Königreich. Das Schwerste. Bei Jesus kommt sofort am Anfang, nachdem wir seinen Namen geheiligt haben, dass er von uns aufpasst. Es kommt der Wille und dann das Brot. Lass uns tiefer eintauchen. Sag, diese Steine mögen zu Brot werden. Und 40 Tage in der Wüste, da wird jemand hungrig. Jesus ist hungrig geworden. Jesus in dieser Wüste, wo es niemand gibt. Alleine Jesus. Alleine. Wer wird sehen? Dieses kleine Wunder, was Jesus jetzt tun sollte, ein bisschen Steine in Brot zu verwandeln, um auf die Schnelle was zu essen und vorwärts zu gehen. In der Wüste erste Fast Food zu öffnen. Ich bin Missionar, Apostel, Soldat, Jesus. Ich habe keine Möglichkeit, so lange da zu sitzen und mit euch diskutieren, mit euch normalen Sterblichen. Ich tue schnell etwas essen.
Ach, es ist ja nichts Besonderes dabei. Dann gehe ich weiter. Jesus aber fällt auf diese Falle nicht hinein. Jesus fällt nicht hinein in diese Falle. Wir wissen das aus dem eigenen Leben. Sehr gut. Wenn wir konfrontiert sind mit der schweren Sünde, wenn wir analysieren die eigene Vergangenheit, dann sehen wir, dass er sich eingeschlichen hat an diese kleine Tür. Kleine Tür. Hat die Wurzeln lassen und dann hat sie uns erwischt. Wir müssen Acht geben. Zweite Sache. Eine Fundamentversuchung, die sich darin verbirgt, unter der Philosoph Hajar Javin, des Humanitarismus, der Humanitarismus. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ja. Ich will ein wenig Humor benutzen. Für jemanden wird er vielleicht zum Entsetzen sein. Er sagt, anstelle des Kreuzes, das heute wenigen etwas sagt, jetzt tun wir einen Grill hintun und wir tun Lammbraten. Erst den Bauch stillen und dann die Gedanken. Wir werden eine Einrichtung sein, die Hungernde dieser Welt nähren wird und so weiter. Unser Herz bricht, wenn wir Hunger sehen, Durst, wahrhaftig wird es auseinandergerissen. Aber Jesus geht nicht in diese Falle, weil er weiß, dass es ein anderes Brot gibt, dass die Quelle ist für jedes andere Brot. Warum ist es eine Quelle? Schaut, demjenigen, dem das Brot Jesu keine Quelle ist, für den wird das andere Brot alles sein. Für ihn wird der Mensch, der dieses Brot produziert, jemand sein, eine Hilfe, ein Arbeiter. Und wenn ich unersättlich bin, dieses Brot zu suchen, ich werde dem nicht erlauben, dass er sonntags bis zu seiner verdienten Erholung kommt, weil der Mensch die Erholung bedarf. Der Mensch lebt von der Wahrheit, vom Sinn, von der Freiheit. Deshalb sagt Jesus, dass der Mensch nicht vom Brot lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Sich bewusst ist, dass er ein Leben Jesus ganz annimmt. Er wird nicht im Leben von seinem Überfluss geben. Er wird nicht, wie Papst Franziskus in Polen gesagt hat, von Überfluss geben, sondern er wird sich geben, sich. Die zweite Versuchung, die über die Engel, nämlich Jesus sagt, wir sollen unseren Herrn nicht versuchen, Gefahr des Ganzes. Papst Franzis hat es erwähnt, Quietismus, jene, die sagen, dass man nichts ändern kann. Jemand klopft an meine Tür, was klopfst du nun? Warum besuchst du mich nun? Was suchst du nun von mir? Gerade wenn ich über das zweite freudenreiche Geheimnis nachdenke und Besuch Mariens bei Elisabeth. Was stört dich nun?
Ich übergebe mich der Vorsehung. Es gibt doch andere, die in der Vorsehung dir helfen können. Ich bin es nicht. Ich bin nur wie Maria, die zu den Füßen Jesu sitzt. Und Martha werde ich ablehnen. Ich bin nicht einer von euch, den normalen Sündern, die schmutzige Arbeiten tun, Lampe auswechseln muss, das Zimmer sauber machen muss, waschen, bügeln. Ich bin für erhabenere Dinge geschaffen. Schau, seht ihr, was das Böse tut? Als Jesus ihm abgelehnt hat, die Versuchung des Leibes, er versucht, führt ihn zur Versuchung des reinen Geistes. Sei spirituell, sorge dich um nichts, was hier ist. Und wir vergessen, dass Jesus, Gott, dem wir nachfolgen, Gott, an dem wir glauben, er ist die Quelle jedes Wirkens. Gott ist die Quelle jeden Wirkens. Und wenn wir uns in Gott bewegen, in Gott stehen und wirken, dann wissen wir sehr genau, wo ist der Unterschied vom Wesentlichen und Nichtwesentlichen. Wir sind häufig Martha und Maria. Wir können sehr gut beten, arbeiten. Nicht nur der Geist, nicht nur der Leib, sondern Geist und Leib. Wir sind ein Mensch, wir sind kein Engel, sondern Mensch. Jesus hat den Leib angenommen, wegen dir und mir. Wir sollten uns dessen bewusst sein, nicht in das verwandeln, was wir nicht sind. Wir sollten kein Schauspieler sein, Pharisäer, die sich wandeln. Und wir kommen bis zum Dritten, an oben an den Tempel kommen. Alle Königreiche dieser Welt, zeige dich nur vor mir. Wir sind aufgerufen, liebe Freunde, die Mittel zu nutzen, auch der Gesellschaften, Medien, alles, was uns zur Verfügung steht, um die frohe Botschaft zu verbreiten. Und diese Versuchung ist gegen die Verbreitung der frohen Botschaft. Gegen die Verbreitung der frohen Botschaft. Deshalb sollten wir nicht vergessen, dass diese Versuchung, dass sie sich bezieht, oder dass wir nicht vergessen, dass der Böse König dieser Erde ist. Was heißt das? Er kann sehr leicht von mir eine medienangesehene Persönlichkeit machen. Er kann mich angesehen machen. Er kann mich bis an den oben die Spitze bringen und einen Star machen. Er kann, anstelle dass Big Brother etwas Ähnliches organisiert wird für Priesten, irgendwie eine Insel der Versuchung oder so. Dr. House die Bekehrung erlebt. Kann alles Mögliche machen. Von dir und mir, wir sollten uns an die Worte erinnern, die ich erwähnt habe. Wenn du den Philosoph verderben willst, dann mach ihn angesehen. Wir sollten also von dem, was relativ ist, nicht das Absolute schaffen. Dann wissen wir, wie zu nutzen, das, was uns gegeben ist, damit wir es nutzen können. Schaut, wenn der Böse in Versuchung führt, wenn wir in das Humanitarismus, dieses missionarischen Aktivismus, wie alles sich einander widersetzt, und das, was Gott gehört, das Vertrauen an die Vorsehung Gottes, eucharistische Brot, das Verbreiten der frohen Botschaft, wie stimmen sie überein? Warum widersetzen sie sich einander nicht? Das ist das, was Gott gehört. Wenn wir vereint sind mit uns selbst, das ist ein ganz, ganz wunderbares Zeichen, in Einheit zu sein. Wenn nicht in Einheit mit uns selbst sein, wenn wir nicht
vereint sind mit dem lieben Gott. Das ist die Versuchung der Pharisäer. Ihr wisst schon, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, und zu Adam bis zum ersten Menschen, wie auch wir. Wir sind alle in der Versuchung, Pharisäer zu sein. Worin beinhaltet sich diese Versuchung? Adam hat vom Baum der Erkenntnis des Bösen und Guten gegessen. Sie haben etwas aufgenommen, was bis zu dem Zeitpunkt nur Gott gehörte. Jetzt werden sie fähig, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Da erscheint auch das Gewissen und so weiter. Wir haben ein Gewissen. Auch heute in der Welt, ich bin überzeugt, das gab es auch vorher. Jemand möchte das Gewissen als absolute Maß meines Lebens, des Benehmens darstellen. Das ist sehr gefährlich. Wenn nicht das Gewissen ist, das letzte Maß, sondern Gott, durch den wir das, denn die Menschen tun im Namen des Gewissens viel. Auch heute. Das ist etwas, was ich erbauen muss. Und da werde ich zum Pharisäer. Begleitet mich gut. Wisst ihr, wo ich Pharisäer wurde? Der aus dem Evangelium, den wir gehört haben. Wenn mein ganzes Leben sich zusammenführt auf das, was ist gut, was ist schlecht. Dies oder jenes, will ich das oder jenes. Lasst uns an die Begegnung Jesu mit den Pharisäern, ob man den Kaiser das Geld geben soll oder nicht, sollen wir steinigen oder nicht. Und solche Sachen. Alles im Namen des Gesetzes. Im Gesetz, die ihnen meinen, dass sie Gutes tun würden. Worin fallen sie hinein? Zweifache Moral. Jesus in der Versuchung, wem sie Geld geben sollen. Und selber halten sie das Geld in der Tasche. Selber. Sind sich nicht bewusst, dass sie zu Richtern des Gesetzes werden, dass immer im Namen des Gesetzes sie einen anderen in missliche Lage bringen möchten, den anderen verurteilen im Namen des Gesetzes. Was sagt Jakob in seinem Brief? Sprech nicht übereinander, Brüder und Schwestern. Wer sein Bruder spricht, der richtet das Gesetz. Und wenn du Gesetz richtest, bist du nicht Vollbringer, so ein Richter. Der eine gibt Gesetze, der andere ist Richter, der retten kann und töten kann. Wer bist du, der du deinen Nächsten richten kannst? Das Gesetz mir nicht gegeben, um den anderen zu messen. Das Gesetz mir gegeben, ihm zu lieben, ihm zu dienen. Ich bin ihm nicht derjenige, dem Gesetze gibt. Ich bin nicht der. Bedeutet das, dass ich den anderen beiseite geben soll, der Sünde ihn übergeben soll? Bedeutet das, dass ich nichts anderes sagen darf, den Mund nicht öffnen darf? Das bedeutet das natürlich nicht. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das? Jetzt kommen wir zum Evangelium, zur Barmherzigkeit, zu Matthäus. Matthäus. Er ist nicht Matthäus, aber schaut mal jetzt. Ich bin Matthäus. Ich bin Matthäus, arbeite an Zoll.
Ich bin Jude. Er ist Jude. Wir sind aus dem gleichen Volk. Er kommt zu mir an die Grenze. Ich bin aus dem gleichen Land. Wer, lasst uns zum Beispiel sagen, Kroate, Katholik. Eigentlich unwichtig. Aber ich, Matthäus, arbeite für die Römer. Die Römer sind die, die mich bezahlen. Und jetzt kommt mein Freund aus dem gleichen Volk. Er muss mir 100 Euro geben. So viel war verschrieben. Ich sage nicht 100, sondern 150. 100 gebe ich den Römern, 50 stecke ich mir in die Tasche. Das war Matthäus. Du Angst vor so einem Menschen? Ein wenig. Danke dir. Ich fürchte mich auch vor solchen Menschen. Ich fürchte mich vor ihnen. Sogar sehr. Einer der Menschen, vor denen ich zuerst weglaufen würde. Weißt du, du redest mit ihm und er tut dir hinter den Rücken verderben. Er will etwas aus dir. Ich heuchlerisch kann gerade mal irgendwie das Geld herausziehen. Eigentlich kommt aus dem gleichen Volk wie du. Hat sich der fremden Macht übergeben und so weiter. Apostel. Was hat Jesus in ihm gesehen? Was hat Jesus in ihm gesehen? Was hat Jesus in mir gesehen? In euch gesehen? Er hat das gesehen, was die Pharisäer nicht sehen können. Die Pharisäer im Namen des Gesetzes sehen, er tut das, was er tut. Aber Jesus sieht etwas, was in seinem Inneren ist. Etwas so Tiefes, etwas, was so gut ist. Das Bild, nachdem er geschaffen wurde, das irgendwo tief vergraben ist. Und dass man jetzt ausgräbt, das Gleiche ist mit Zacchaeus geschehen. Und vielen anderen Gestalten. Was hat Jesus in ihnen gesehen? Gerade darin ist die Kraft der Barmherzigkeit. Ich und ihr alle, wir sind aufgerufen, Sakramente dieser Barmherzigkeit zu sein. Jene, die austeilen. Im Nächsten das zu sehen, was sonst niemand sieht. Warum? Weil so viele Male Gott in mir das Gute gesehen hat, was sonst niemand in der Situation war zu sehen. So viele Male hat mich jemand verurteilt wegen meinen Fehlern oder hat mich nicht verstanden wegen etwas, was ich getan habe. Und zu Jesus konnte ich entgegengehen, immer im Sakrament der Beichte. Deshalb, wenn ich Diener seiner Barmherzigkeit sein möchte, erinnere dich an alles, was ich gesagt habe, die Versuchung, die Demut, Geduld, Gesetz, um die drei Grundversuchungen zu überwinden, in Einheit zu wirken mit mir selbst. Und das größte Prinzip ist die Liebe. Wenn ich Gott gehören möchte, Jesus in dieser Welt, dann solltest du dich erinnern, dass Gott die Liebe ist. Da ist nicht entscheidend das Wort Liebe, sondern Gott. Auch nicht, was das, was er getan hat. Natürlich was ist wichtig, was er getan hat und gelitten hat, aber noch wichtiger ist es, dass Gott es getan hat. Gott hat gelitten aus Liebe zu mir. Denn keiner hat eine größere Liebe, als ein Leben für seinen Freund zu geben. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, dass niemand, der an ihn glaubt, verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das möge uns führen, liebe Freunde. Ich bin überzeugt, dass wir Sakramente der Barmherzigkeit Gottes sein werden und dass wir Kraft finden werden in unseren zwischenmenschlichen Verhältnissen, um Vertrauen
zu gewinnen von denen, die uns vielleicht heute nicht glauben. Dass in dem Moment sieht, dass er im Schmutz des Lebens ist, dass er weiß, es gibt solche Sakramente der Anwesenheit Gottes auf Erden, die die Hand ausstrecken werden und sie heben. Lasst uns den lieben Gott bitten, dass wir das wahrhaftig sind. Ich danke euch.